Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zur 7. Folge Transport Fever 2. So gut Leute, mal weiter an der Stelle. Letzte Folge haben wir endlich unsere erste Passagierroute eingerichtet. Leipzig-Berlin, das ist hier unser Pionierzug, ist voll geladen mit 93 Leuten. Die sieht man auch hier drinnen, ne? Da guck mal. Da ist einer, Bäume sind gerade ein bisschen im Weg gewesen, hier. Super cool, dass man da reingucken kann. So, das Ding ist aber, guck mal hier, hier stehen jetzt schon wieder in Leipzig Hauptbahnhof, stehen schon 106, die nach Berlin wollen und der Zug ist gerade erst losgefahren. Moment. So, und hier in Berlin stehen 120. Das heißt, der Zug kann, glaube ich, 93, ne, steht auch da, 93 fassen. Wir müssen da noch ein bisschen optimieren auf jeden Fall. So, und ich verspreche hier mit hoch und heilig. Neues Flugzeug. Oh, okay. 6 Millionen, Alter. 120 Kilometer pro Stunde. Das ist mein Scotsman. Richtig solides Teil. Ich verspreche hoch und heilig, in dieser Folge versuchen wir Schiffe. Also Schifffahrt irgendwie zu machen. Wir haben ja hier Berlin und hier Hamburg. Also theoretisch würde das erstmal Sinn machen, dass wir Hamburg und Berlin einfach über die Schiffsfahrt miteinander verbinden. Da muss ich da vorne Berlin so umbauen, den Bahnhof, dass das dann weitestgehend fertig ist. Ne? Weil ich will ja den Bahnhof und Cargo und Hafen und so weiter, will ich ja alles irgendwie hier an einer Stelle haben. Kann sein, dass wir den Fluss dann in diese Richtung ein bisschen erweitern müssen. Muss ich mal schauen. Also, und genauso wollte ich auch einen Kanal bauen und so. Hier irgendwie. Hier durch. Ich erkläre auch gleich, warum das irgendwie Sinn machen könnte. So, und bevor ich jetzt aber irgendwas mache davon, würde ich mal schnell die Strecke hier optimieren, wahrscheinlich noch einen zweiten Zug holen oder wir vergrößern den, das könnten wir auch machen. Also den wir jetzt schon haben und gleichzeitig müssen wir nochmal ganz schnell gucken, hier zum Beispiel, guck mal, hier haben wir Überschuss an Treibstoff. Die LKWs kommen nicht hinterher, 2 von 7 Tonnen, wieso machst du nicht weiter? Wartet mal. Das backt ein bisschen rum, ne? Wartet mal, wenden. Ich glaube, hier ist alles okay, nur irgendwie ist das Fahrzeug fehlerhaft gewesen, habe ich zumindest gerade den Eindruck. So, jetzt laden sie sich wieder voll, jetzt läuft wieder alles. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht jetzt wieder alles. Was mir aber aufgefallen ist, wir haben in Berlin zu wenig Straßenbahn. Und zwar an dieser Haltestelle hier stehen insgesamt, Moment, wir gucken mal eben, 33 Leute. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufstocken. Das können wir ja relativ schnell machen. Einfach nur Straßenbahndepot auswählen. Fahrzeuge kaufen. So, holen wir nochmal 3 Stück davon. Linie zuweisen. Berlin Tram Linie 1. Bam. Und schon müsste das erstmal wieder hinhauen. So, und jetzt würde ich mich gerne darum kümmern. Also wir könnten auch sagen, wir tauschen den Zug aus, den wir jetzt haben. Das finde ich aber doof, weil ich mag den eigentlich gerne. Das Ding ist, ich würde dem nur ungern... Ja, ein paar Waggons können wir wahrscheinlich noch ranknallen, oder? Wir können sie einfach... Ich hole jetzt einfach noch einen zweiten Zug. Wir machen jetzt hier einen Ausweichgleis hier in die Mitte. Berlin, Leipzig, also wirklich mittig davon. Damit sich das irgendwann einpendelt und die durchgehend durchfahren können. Die Mitte ist ungefähr hier. Hä? Ungefähr hier ist die Mitte. Hier bei dem Depot. Das heißt, hier werde ich jetzt noch ein Gleis hinsetzen. Relativ großes, langes Ausweichgleis. Wir setzen das einfach mal hier an. Und ich würde das jetzt gerne parallel, also einfach... angeschmiegt, sozusagen. Bis, machen wir noch ein kleines Stück weiter. Ah, hier geht nicht. Moment. Machen wir erstmal bis hier hin. So. Und dann bitte hier weiter. Machen wir ungefähr. Es kostet ja nicht so viel hier. Es kostet ja wirklich nicht so viel hier. Machen wir bis hier hin. Das müsste eigentlich ausreichen. So, jetzt müssen wir es noch verbinden. Und er hat wieder Oberleitungen gemacht. Ich will ja keine Oberleitung haben. Noch will ich mit Dampflok arbeiten. Wir können höchstens überlegen, mal das Krokodil. Ja, dieser, ich weiß gar nicht, wie viel PS die Lok hat. Gefühlt irgendwie 2.000-3.000 oder so. Ich habe keinen Plan, wir gucken dann einfach mal. Können wir dann bald mal für Cargo benutzen. Das wäre vielleicht eine Idee. So, jetzt muss ich das hier noch irgendwie mit verbinden. Moment. Wir wollen hier auf dieses Gleis, ne? Hier entsteht die Brücke. Alles klar, okay. Ich würde aber lieber schon hier drauf. Falls wir dann irgendwie andersweitig das Gleis nochmal benutzen wollen, das kann ja auch sein. Da können wir es so machen, da muss es auch nicht langsamer werden. Und jetzt muss ich die Oberleitung eben noch entfernen. Oberleitung nein. Und irgendwo hier konnte ich doch, was ist das denn? Elektrifizierungstool. Hochgeschwindigkeitsgleistool. So. Krass, wir können jetzt schon Hochgeschwindigkeitsgleise machen. Das ist interessant, also das wird später vor allem interessant für ICE und TGW etc. etc. So, Schnumm, keine Parameter. Ich hätte gerne ohne. Okay, ja, dann haut das jetzt hin hier.
Und überall, wo es blau ist, ach guck mal, hier haben wir auch noch eine kleine Stelle, die elektrifiziert ist. Das machen wir erstmal noch weg, weil das sieht halt doof aus, wenn so eine Dampflok wo lang fährt, wo so Stromkabel sind. So, das hätten wir. Jetzt brauchen wir noch Signale. So, dann machen wir einmal ein Signal in die Richtung. So, dann hätte ich gerne ein Signal in diese Richtung hier. So, jetzt lass mal die Linie checken. Die Linie sieht jetzt auf jeden Fall gut aus. Genauso wollen wir das haben, ne? Also hier dieses Rosa, ne? Das einmal da lang geht und einmal da lang geht. So, jetzt wollte ich einfach nur einen Zug holen. Ich hoffe, dass ich jetzt an Signal nichts vergessen habe. Ist halt gut möglich, dass ich irgendwas verpeilt habe. Wir gucken dann gleich einfach mal. Fahrzeuge kaufen. Ja, Leute, lasst nochmal die BR754 nehmen. So, die Squadsman nehmen wir später. Bis 75 wurde die gebaut. Also 50 Jahre haben wir noch Zeit. Das ist easy. Das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, okay. Ich hatte, glaube ich, davon 3. 1, 2, 3. Und davon hatte ich auch 3. So, 93. Okay, ja, kaufen. Schnupp. Und jetzt Linie zuweisen. Leipzig-Berlin. So, jetzt muss man das nochmal ganz kurz beobachten. Dass hier nicht doch irgendwo noch ein Denkfehler ist und die jetzt hier irgendwo zu lange stehen bleiben. Aber das werden wir ja dann gleich sehen. Die sehen so schick aus. So, gut Leute, mal gucken. Kann sein, dass es immer noch nicht ganz ausreicht. Wir haben mal sehen, aber wir können ja dann nur, falls immer noch ein, zwei Waggons dann ranhauen. Das kriegen wir ja dann mit über die Zeit. Bitte einsteigen. Ja, das Ding wird gerammelt voll. Das Krasse ist, dass eine Fahrt von Berlin-Leipzig müsste ja ungefähr 3 Millionen bringen. Ja, also das ist ziemlich profitabel auf jeden Fall. Das ist wirklich ziemlich profitabel. So, jetzt stehen ja noch 42. Wir gucken mal, wo ist der Zug von Leipzig nach Berlin? Der ist gerade hier unterwegs. Okay, fährst du jetzt trotzdem schon los? Nein, der wartet noch. Jetzt fährt er los. Ja, wahrscheinlich musste der erst das eine Signal hier übertreten. Ja, genau, der musste erst an diesem Signal vorbei und deswegen ist er jetzt losgefahren. Theoretisch, also hoffe ich jetzt zumindest, müsste das jetzt schon eingependelt sein. Ich bin gespannt. Das muss man jetzt immer mal beobachten, ob die jetzt mal stehen bleiben oder nicht. Aber ich hoffe ja, dass die durchgehend fahren können jetzt. Na, wir gucken mal. So, nice, okay, das haben wir erstmal relativ elegant gelöst, glaube ich. Ich werde übrigens jetzt auch sehr, sehr bald den Bahnhof hier noch ein bisschen vergrößern in die Richtung. Ich will unbedingt, dass die Cargo-Slots ein bisschen größer sind, also beziehungsweise länger. Dass die vielleicht bis hier hingehen oder so. Ich glaube, das würde dann cooler aussehen. Vielleicht auch so lang wie dieses Gleis hier, beziehungsweise diese Plattform. Muss man mal schauen. So, ich will nochmal ganz kurz gucken, wie viel Einnahmen der bringt. Ich schätze, wie gesagt, 3 Millionen. Dann kümmere ich mich um Schifffahrt. Zumindest erstmal die Anfänge. Machen wir erstmal Berlin-Hamburg. Und cargomäßig kann man dann auch was machen. Ne? Und dann kommen wir dann zu dem besagten Kanal. Ich habe noch keine Ahnung, was so ein Kanal kostet. Es kann halt sein, dass ich mir das nicht leisten kann. Mit Terraforming und so. So, jetzt bin ich einmal gespannt. Ja, schön zu sehen, wie sich das hier alles Step by Step entwickelt. Das ist eine feine Sache. So, da sind wir. 2 Millionen. Na gut, habe ich mich leicht verschätzt. Aber trotzdem ziemlich ordentlich. Gerade weil wir zwei Züge haben, die jeweils immer 2 Millionen bringen. Beim Hin- und Herfahren vor allem auch. Ne? Der wird ja jetzt ja wieder voll, der Gute. So. Alles da, Leute. Dann, lasst uns jetzt mal um Schifffahrt kümmern. Wir haben natürlich hier und da immer noch ein paar Sachen, wo wir wieder optimieren müssen und so, aber das können wir dann noch später machen, vielleicht auch, wenn wir dann noch ein paar mehr coole Züge haben. Ich will jetzt erstmal mich darum kümmern hier, dass Berlin-Hamburg verbunden ist. So, und da muss ich jetzt aber erstmal gucken, ich muss jetzt erstmal den Bahnhof hier noch ein bisschen ausbauen. Den Hafen mache ich erstmal wieder weg. Ja, bitte abreisen. So, den Tunnel werde ich auch wegmachen nochmal. Aber das müssen wir irgendwie hinbekommen. Ich will, dass der Hafen im Einzugsbereich vom Bahnhof ist und gleichzeitig darf die Straße aber muss unterirdisch sein, damit die Gleise oberirdisch oder über den Tunnel, besser gesagt, einfach drüber verlaufen können. Das will ich irgendwie hinbekommen. Ich hoffe, ich übernehme ich jetzt hier nicht, aber das werden wir gleich sehen. Als erstes brauchen wir aber noch ein paar normale Tracks. Dann machst du mir hier noch ein paar Gleise hin. So, dann hätte ich hier, was ist denn das? Das ist eine normale Gleise, das ist in Ordnung. Machen wir nochmal Passagiere. So, dann hätte ich gerne noch mal mehr Tracks. Ich mache jetzt lieber ein, zwei
Gleise zu viel. Ich kann das immer noch ganz schwer abschätzen, wie viel wir hier am Ende wirklich brauchen. Aber lieber ein Zweig zu viel als ein Zweig zu wenig. So. Und jetzt würde ich... Ja, wir machen auf jeden Fall wieder Tracks. Und jetzt würde ich auch mit Cargo anfangen wollen. Plattform Cargo. Cargo haben wir hier. So. Kollision. Moment, kriege ich hier noch ein Gleis hin? Nice. Okay. Ja, wir machen ja sowieso gleich Terraforming. Keine Sorge, Leute. So, wenn ich das so hier mache, haben wir 2 Cargo-Slots. Das reicht eigentlich aus. Aktuell haben ja irgendwie alle Städte immer nur 2... zweites Bedürfnis. So, mal sehen, ob ich das jetzt mit Terraforming angepasst bekomme. Ich habe nämlich jetzt entdeckt, wenn ich das hier nach oben anhebe, auch mal Stärke komplett hier irgendwie, was geht, dann geht das deutlich schneller. Wir können ja gleich mal gucken, was das jetzt kosten würde, wenn ich das jetzt hier nach unten mache. Ach, das geht! Das ist in Ordnung, Leute. Also machen wir hier noch Tracks hin. Hier machen wir auch noch Tracks hin. Und dann haben wir auch gleich 2 Cargo-Tracks genau genommen. Wir haben eine Plattform, aber wir haben 2 Tracks, die damit angebunden sind. Von daher passt das eigentlich. Ideal wäre es natürlich, wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen Gebäude hinbekommen würde. Das würde mir dann sehr gut gefallen. Wir probieren das jetzt gleich mal aus, ob das noch geht. Machen wir das jetzt hier erstmal noch fertig. So. Und jetzt Cargo Buildings. Large. Large Side Building. Nein, das können wir nur hier hinsetzen. Okay, ich mache mal hier noch eine Cargo-Plattform hin. Vielleicht geht's ja dann. Dann geht's. Ach, Gott sei Dank. Dann geht's. Nice. Das macht aber irgendwie auch Sinn. So. So. Das hätte man alles deutlich günstiger haben können, wenn ich mich dazu entschieden hätte, den Bahnhof etwas weiter nördlich noch zu bauen. Aber gut, das ist es einfach mal so. Scheiß drauf. So sieht das jetzt erstmal aus. Das wird nicht so bleiben. Ich werde das auf jeden Fall dann früher oder später nochmal umändern und cooler machen. Ich wollte das jetzt erstmal nur testen. Ich will mal eben was testen. Jetzt ist das nicht im Einzugsbereich. Wenn ich das jetzt irgendwie blöd mit der Straße verbinde. Ich will es mal ausprobieren. Wenn ich so hier mache. Wäre das dann schon Einzugsbereich? Alles klar, Leute. Okay, das würde schon ausreichen, dass das hier miteinander verbunden ist. Das ist gut zu wissen. So. Dann großes Dock. So, und für Cargo hätte ich gerne auch ein paar große Docks hier. Wir können jetzt sowas so machen, das sieht halt auch fett aus. Muss der hier anlegen. Lassen wir das erstmal so. So, machen wir noch ein paar Eingänge. So sieht das gut aus, Leute. Okay, also, kurze Erklärung. Ich habe jetzt hier erstmal ein Cargo-Terminal gebaut. Also, beziehungsweise ein Cargo-Hafen. Und hier dran ist jetzt für zivile Schifffahrt, hier, direkt daneben. Und ich habe jetzt hier noch Zugänge gemacht. Das heißt, die kommen jetzt auch von hier rein. Wir müssen jetzt noch eine Straße machen, die hier entlang geht. Und wir können das ja dann Step-by-Step immer weiter vergrößern, den Hafen, dann auch, wenn wir lustig sind und Bock drauf haben. Ne? Das ist erstmal sehr, sehr cool. Berlin hat gar nicht so einen großen Hafen. Das ist mir aber egal, Leute. So, das ist schick aussieht. Machen wir es mal hier mit. Können das ja theoretisch dann auch noch hier mitmachen, dann für die Passagiere. So, gut, Leute. Krass, wir haben jetzt Cargohafen und Zivilhafen. Und das ist auch verknüpft mit dem Bahnhof gleichzeitig. Das ist erstmal sehr, sehr angenehm. Jetzt lass noch mal gucken, ob wir Schiffe langfahren können. Noch nicht so ganz. Das ist aber kein Problem. Machen wir es jetzt hier noch ein bisschen nach unten. So, so, so. Das kann vielleicht sogar dann schon ausreichen. Ach, guck mal, vom Preis geht das sogar. Man darf einfach noch nicht zu sehr eskalieren. Ist das sogar in Ordnung. Dann machen wir das hier gleich mal ein bisschen breiter. Ich darf nicht gedrückt halten, das ist wichtig. Dann sieht das jetzt erstmal so hier aus. Mal gucken. Jo, jetzt können die Schiffe fahren. Ich glaube, das kann sich erstmal sehen lassen. Und hier würden dann sozusagen die zivilen Schiffe andocken. Hier an der Stelle. Und hier die Cargo-Schiffe, die großen. So, jetzt wollen wir das noch in Hamburg. Machen wir jetzt erstmal zivile Schifffahrt. Hätte ich Bock drauf. So, das hätten wir. Konfigurieren. Passagiere. Large Dock. So. Alles klar, dann machen wir hier noch gleich das Cargo Main Building. Machen wir auch gleich mal noch einen Large Dock hin. Machen wir es mal so hier. Okay, so hier bei gemischt, da sind die Zugänge.
Weil wenn dann richtig. So, wo bin man das mal mit der Straße hier? So, und jetzt hier mit. Alles klar, das hätten wir. So, bevor ich jetzt mit Schiffen anfange, wir müssen dann eh noch Docks bauen und so, würde ich Hamburg mich erstmal um Straßenbahnen kümmern. So, dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder ein Tramdepot. Stimmt, wir haben ja die neue Straßenbahn freigeschaltet, die können wir dann jetzt gleich mal ausprobieren. So, Haltestellen brauchen wir. Alter, na guck mal, die wollen hier, Lebensmittel wollen die haben. Das ist nämlich der Punkt, wir haben ja super viel Getreide und so direkt am Fluss dran. Das können wir dann alles mit dem Schiff nach Hamburg bringen, das passt doch perfekt. Das machen wir dann, glaube ich, als nächstes dann gleich. So, ich mag Straßenbahnen. Machen wir es mal hier lang. So, so, das hätten wir. Dann machen wir hier eine hin. Das ist krass, wie viel die da abdeckt, ne? Beeindruckend. Dann können wir hier eine hin machen. Fährt die hier so rum, dann machen wir hier eine hin. Ah ne, fährt sie nicht, die fährt hier einfach geradeaus runter. Okay, dann machen wir hier eine hin. So. Und dann soll sie hier nochmal halten, da kann die auch nochmal richtig viel abdecken. So. Und die letzte Haltestelle ist dann wieder hier. Okay, neue Linie. Und zwar von da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Linie 1 ist das. So, hätten wir. Hier haben wir auch schon Gleise, wunderbar. Dann können wir jetzt die neue Straßenbahn kaufen. Typ T1. 163 PS, kann 23 Leute gleichzeitig transportieren. Geschwindigkeit 60 km pro Stunde. Okay, bin ich jetzt mal gespannt. So, kaufen wir erstmal zwei davon. Hamburg Tram Linie 1. Ab geht's. Also desto weiter wir in der Zeit voranschreiten, desto bekannter kommen einem die Bahn irgendwie schon vor, ne? Ich meine, wir sind erst im Jahr 1928. Trotzdem sehen die schon relativ okay aus, finde ich. So, gut, Leute. Und jetzt als nächstes müssen wir uns um Schifffahrt kümmern hier. So, an sich haben wir schon alles dafür. Ich will nochmal ein was ganz schnell gucken hier. Das Ding ist nicht mit der Haltestelle hier verbunden. Das ist ein bisschen schade. Aber da machen wir einfach noch eine extra Haltestelle von hier runter, würde ich vorschlagen. Machen wir hier hin, direkt davor. So. Und jetzt neue Linie. Von da nach da. So, jetzt Linie zuweisen. Berlin, Tram, Linie 2. Wunderbar, ab geht's. So, und jetzt müssen wir noch Schiffe kaufen. Die Linie können wir an sich auch schon mal erstellen. Neue Linie. Und zwar von... Wieso zeigt er mir kein Dings an? Hier macht er das. Ah, guck mal hier, Leute. Ich muss hier noch Landezonen einrichten. Dann machen wir das mal. So. Genau das gleiche machen wir jetzt auch noch schnell hier drüben. Ah, okay, das ist jetzt hier das kleine Landezone, ich verstehe. Hier haben wir noch eine, dann hier und hier. Jetzt müsste ich hier auch viel mehr Terminals haben. Hier haben wir zwei. So, wir haben jetzt zwei zivile Landezonen. Und wenn ich hier drauf drücke und Terminals, hier haben wir auch nochmal zwei. Da und da. Alles klar, okay, cool. So, ich habe das immer ganz schnell überarbeitet. Ich habe jetzt Straßenbahn rausgenommen. Irgendwie finde ich das doof, wenn hier eine Straßenbahn lang fährt. Wir werden hier mit Bus arbeiten. Dementsprechend habe ich hier mit Busspur gemacht. Ich werde das übrigens dann alles so ummodeln, dass irgendwann hier überall Häuser entstehen können. Also hier auch. Wir werden einfach den Fluss, werden wir dann hier umleiten oder so. Mal schauen. Das passt ja super. Guck mal, das ist von der Allgemeinen Berliner Omnibus AG. Okay, da kaufen wir mal zwei Stück. Linien zuweisen. Berlin... Buslinie 1 Hafen. So. Was ist los hier? Tram 14. Oh. Ja, die steckt jetzt hier fest. Die Gleise sind weg. Moment. Damit die nach Hause kommt. So, fahr bitte ins Depot, meine Liebe. Jetzt müsste es ja eigentlich gehen. Ah, ich hätte bestimmt auch einfach... Ah, okay, das hätte ich auch machen können. Okay, ich mache die Gleise wieder weg.
So, gut, dann lass jetzt mal Schiffe holen, endlich. Wird Zeit. Bin mal gespannt, wie das hier aussieht in ein paar Jährchen, ey. Wenn dann hier alles schön zugewachsen ist. Ich muss halt da nur für ein bisschen mehr Platz noch sorgen. So, die Schiffslinie haben wir ja schon. Wir brauchen jetzt natürlich nur noch einen Dock dafür. Also eine Werft, besser gesagt. Die würde ich in Hamburg bauen. Machen wir es mal hier hin. Düm, 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 düm. Fahrzeuge kaufen. Und jetzt gucken wir mal, was wir Schönes aussuchen können. Wir gucken erstmal Passagiere. Das ist für beides. Guck mal, Leute, wir können Passagiere und Waren transportieren, wenn wir wollen. Das ist cool. 32 Kilometer pro Stunde. 30, 28, 25, 25. 32 ist gar nicht so langsam. Kapazität 85. Ich denke, die hier reicht das mal aus. Lass die mal nehmen hier. Kaufen. Mal sehen, ob das jetzt auf Anhieb funktioniert. Berlin, Hamburg. Scheint ein Problem zu geben. Wir müssen die Terminals jetzt wahrscheinlich noch einstellen. Denke ich zumindest mal. Ich denke mal, das Problem ist, dass das Dock hier zu klein ist. Wir machen mal das Terminal 1. Das ist nämlich ein größeres Dock. Und jetzt hoffe ich, dass wir in Berlin genau das gleiche Problem haben. Ja, der will hier an diesem kleinen Dock anlegen. So, Terminals. Wieso wird mir der Scheiß nicht angezeigt? Ach so, weil ich Cargo ausgewählt habe. Sekunde. Oh Mann. Es ist krass, was man hier alles beachten muss. So, Berlin machen wir nochmal weg. Haltestellen hinzufügen. So. Stimmt, ich habe jetzt ja hier sogar beide Symbole. Die hatte ich davor nicht, wo ich noch nicht die Landezonen eingestellt hatte. Jetzt haut's schon hin. Der hat jetzt automatisch das große Dock ausgewählt. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Da ist es unterwegs, Leute. Ah, wie cool. Wie cool! Ich freue mich. Sieht er richtig edel aus schon, der Hafen, ey. Nice, der wird irgendwann riesengroß. Riesengroß machen wir den. So, Straßenbahn fährt er auch schon. Es gibt sogar schon Leute, die hier warten. Sieht richtig, richtig schick hier aus, ey. Schön hier, echt schön hier. So, mal sehen, wie lange das jetzt dauert, bis das hier in Fahrt kommt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Na, wenn das mal nicht schick aussieht. Können wir auch so hier machen, ich glaube, das gefällt mir deutlich besser. Okay, das würde ich gerne so akzeptieren. Das mag ich sehr, sehr gerne. So. Die Linie müsste jetzt hier eigentlich noch funktionieren, automatisch. Hat sich ja nichts geändert. Was machst du denn? Ja, Moment, guck mal, wie er jetzt fährt. Ja, er fährt jetzt hier einfach hier drunten durch. Ey, das wird dann später so cool aussehen, wenn dann hier auch Züge langfahren und so, dann mit dem Tunnel und alles. Das hat sich ja schon gut entwickelt, mal das Gebiet. Nice. Jetzt will ich nur noch sehen, dass die Leute auch wirklich mit dem Schiff fahren. 139 Leute wollen hier rein. Aber wir kommen ganz gut mit. Also wir könnten das noch ein bisschen optimieren, noch ein Waggon mehr pro Zug oder so. Aber es ist erstmal jetzt in Ordnung hier. Das sieht gut aus. Sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Die Städte entwickeln sich auf jeden Fall jetzt schon langsam. Und Hamburg ist jetzt auch immerhin schon mal angebunden. Ah, guck mal hier. Irgendwo müssten Leute jetzt hier stehen. Ja. Hier warten sie, dass das Schiff kommt. Nice. Das Spiel sieht so toll aus, ey. Das ist unglaublich. So, guck mal, wir haben hier Zug. Und das Schiff. In einem Bild. Zugschiff. Was geht ab? Ja, ich weiß, man sieht das Schiff kaum. Trotzdem ist es ein Schiff. Das sind Fischis. Guckt mal. Der Wahnsinn. Ich mag solche Details. Sehr gut. Die schwimmen gerade. Steht da. Ja, hätte das gedacht. Ah, wir haben auch eine sehr, sehr schöne Map erwischt, ey. Kann man sagen, was man will. Ich bin da mal gespannt, wenn wir dann anfangen, total fancy Zugstrecken zu bauen, weil wir dazu gezwungen werden, hier im Gebirge und so. Das wird dann mega krass. Das wird wirklich sehr, sehr heftig. Ich mag jetzt auch sehr diese Brücke hier. Ich mag den Zugang sehr gerne. Sieht auch cool aus. Aber wisst ihr was, in der nächsten Folge... Da werden wir den Fluss richtig voll machen mit Schiffen. Wie viele Leute jetzt hier schon sind. Moment.
47. Okay, das ist ordentlich. Da haben wir erstmal gut geschätzt mit dem hier, würde ich sagen. Da werde ich mich nämlich dann um Cargo kümmern. Also gerade hier Getreide und so ist super viel am Fluss gelegen. Und passenderweise braucht Hamburg Lebensmittel. Und da können wir super viel mit dem Schiff hinliefern. Mal gucken, was wir da noch alles machen können. Berlin ist ja an sich auch eine Möglichkeit, dass wir da mit Schiff Cargo beliefern etc. Müssen wir mal schauen, ob wir da was Passendes finden. Das muss ja natürlich auch irgendwie Sinn ergeben. Ne? Aber gerade in Hamburg will ich einen richtig großen Hafen haben. Das können wir wahrscheinlich auch machen über die Zeit. Das ist ja noch ein Mini-Hafen hier. Ist ja noch nichts. So, und dann werden wir vielleicht auch mit Kanalarbeiten mal schauen. So, ich lasse das Schiff mal eben mit zum Ankommen hier in Hamburg. Ich will sehen, wie das aussieht, wenn die einsteigen. Genau, Leute, es ist gerade 11.59 Uhr bei mir. Das stimmt sogar wieder. Die Uhr geht richtig. So, jetzt legen wir hier an. Einsteigen. Schnipp, 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 schnipp. Dafür gibt es leider keine Animation oder so. Ja gut, 64 von 85. Das ist erstmal ziemlich solide. Ich denke, das haben wir erstmal ganz gut hinbekommen jetzt hier. So. Denkt bitte an den Daumen, Leute. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ne? Support ist immer willkommen auf jeden Fall. Aber richtig cool wäre es, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen und da werden wir die Schifffahrt hier massiv weiter ausbauen, erstmal mit Cargo etc. Wir können dann auch Just for Fun gerne mal am Flughafen bauen. Das können wir dann gerne auch mal machen. Damit wir mal die ganzen alten Propellermaschinen noch zu sehen bekommen, bevor es zu spät ist dafür. Wir haben jetzt 19:30. Jo, in diesem Sinne. Oh, was ist das? Steht da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.